bisschen was über das Gerät hier von Garmin. Das ist auch ein Fitness-Health-Tracker. Ja, das ist das Garmin Vivo Fit. Das ist ganz neu. Es ist ein Fitness-Tracker, den man sich um das Armband schnallt und der einem dann erzählt, wie viele Schritte man heute gelaufen ist, wie viele Kilometer man heute gelaufen ist und was das von seinem Ziel, also man hat natürlich ein festes Tagesziel, wie viele Kilometer oder Schritte man laufen möchte. Man kennt das ja schon von anderen Armbändern dieser Art, nicht wahr? Jawbone Up, Fitness, Fitbit und so weiter. Das Lustige hierbei ist, es ist ein E-Ink-Display. Ihr könnt es vielleicht sehen, es ist nicht sehr hell. Es wird auch nicht heller. Also das ist tatsächlich so, dass man das im Sonnenlicht wahrscheinlich nicht mehr so gut lesen kann. Aber es ist ein E-Ink-Display und das sorgt dafür, dass man hier eine Batterielaufzeit hat von einem Jahr. Man muss das Teil laut Hersteller ein ganzes Jahr nicht aufladen. Das ist schon ziemlich cool. Dafür hat man dann mir gesagt, man hat geopfert die Lesbarkeit des Displays. Bisschen schade, gerade weil man das ja auch viel draußen benutzt und so. Aber dafür bekommt man eben dieses unglaubliche Jahr Batterielaufzeit. Das ist schon ziemlich geil. Noch ein kleiner Nachteil ist, es synchronisiert sich nicht mit dem Telefon, also weder Android noch iPhone, sondern man kann es nur über den PC oder Mac synchronisieren, weil das eine proprietäre Technologie ist, also Amp Plus heißt das. Da gibt es auch so einen kleinen Dongle dazu, den man anbauen muss. Bisschen umständlich alles, bisschen schade auch. Natürlich sehr gut, weil man seinen PC normalerweise auch immer dabei hat, wenn man unterwegs ist. Ja, man würde das dann synchronisieren, einmal am Tag zu Hause, aber ich muss sagen, das hat mir beim Fitbit auch schon nicht gefallen, dass das mit meinem Telefon damals nicht funktioniert hat, weil es nur über Bluetooth war. Und wenn es noch nicht mal über Bluetooth sich synchronisiert, dann ist das irgendwie ein bisschen doof. Aber ein toller Ansatz finde ich das E-Ink-Display. Ein toller Ansatz finde ich auch, dass es bis auf 50 Meter wasserdicht ist. Das gefällt mir sehr gut. Man kann damit schwimmen gehen, das kann man mit vielen anderen nicht. Und diese ein Jahr Akkulaufzeit, das ist einfach der Hammer. Also da würde ich sagen, vielleicht ein LED noch einbauen, bisschen von der Akkulaufzeit opfern, vielleicht noch Bluetooth 4.0, das wäre fantastisch. Und dann ist das hier eine coole Sache. Wann das rauskommt, fragen wir jetzt nochmal kurz. So, when is this going to come out? Quarter one of 2014. Okay, also im ersten Quartal 2014 für einen Price Point. $129 for the base model and for the model with the heart rate monitor $169. Okay, also $130, vielleicht ungefähr 130 Euro für dieses Grundmodell und dann gibt es noch ein Upgrade mit einem Herzrhythmus-Messgerät mit einem Pulsmesser, den man dazu kaufen kann, der sich dann hiermit auch verbindet, auch über diese M Plus Technologie und das kostet dann $170 oder wahrscheinlich dann 170 Euro ungefähr. Aber es, nur damit ich das richtig verstanden habe, es zählt eigentlich nur die Schritte? Es zählt nur die Schritte. Okay. Wir sind hier beim Mifoto am Stand und hier gibt es lustige Fotorucksäcke für kleine Mini-Kameras, die hier irgendwo drin reinpassen. Nee, das ist ein DSLR-Rucksack, das ist ein GoPro-Rucksack, ein paar komische Taschen, aber lustig finde ich vor allem den Sidekick 360 heißt der, Sidekick 360. Ein kleiner iPhone oder auch Android-Telefonständer, den kann man so ein bisschen aufschrauben und dann passen da alle möglichen Formate rein. Kann man auch im Querformat hinstellen und das Nette ist, also man klemmt das hier so fest, man klemmt das Telefon hier rein. Und das Nette ist, hier unten erstens passt diese Platte hier in so Standard-Objektiv-Schnellspannplatten, wie man sie hier zum Beispiel sieht. Da passt das einfach rein, da kann man es einfach reinklemmen, zack, fertig. Und zweitens sind hier die Löcher schon vorgefertigte Gewinde reingeschnitten für Standard-Stativschrauben. Wirklich ziemlich cool. Also sieht nicht nur nett aus, ziemlich festes Material, also aus Aluminium. Aluminium macht einen sehr stabilen Eindruck. Auch die Gewinde machen einen sehr guten Eindruck, alles sehr fest und sehr stabil, sehr robust. Sieht nett aus, gibt es in vielen verschiedenen Farben, wie man hier sieht, von pink-rosa bis Lachs über Mauve. Und schwarz gibt es auch, grün, wie hier, recht nett. Kostet $50 und kommt im Laufe dieses Quartals, wie eigentlich alles hier irgendwie im Laufe dieses Quartals rauskommt, $50. Sidekick 360, cooles Ding. Elektronisches Longboard von Unique werde ich jetzt mal ausprobieren und ich hoffe, ich werde nicht auf meinen Hintern fallen, denn das ist ganz schön schnell. Bis zu 20 Stundenkilometer ist es schnell, wenn man hier diesen 2,4 GHz Controller nach vorne schiebt. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Das Ganze hat einen elektrischen Motor unten dran und eine Batterie, die bis zu 30 Kilometer hält angeblich. Ich gehe mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit nach oben. Wenn ich jetzt gleich falle, dann dürft ihr lachen. Okay. Also das Ding wird, wie gesagt, 20 Stundenkilometer schnell, das ist ganz schön viel. Vor allem, wenn man sich wenige Millimeter über dem Boden bewegt und auf einem wackeligen Brett steht. Jetzt muss ich hier irgendwie rumlenken, ich versuch's mal. Nee, diese Richtung ist falsch. Okay, okay. Ich bin kein Skateboarder, nie gewesen, auch nicht früher. Wow! Okay, ja, das war's auch schon. Ich versuche jetzt mal wieder zurückzufahren zu Nick, der hinter der Kamera steht. Und dazu muss ich beschleunigen wieder und erstmal nicht runterfallen. Das ist der allererste Schritt. So, jetzt aber Gas hier, Freunde, Gas.
Treppe hoch hier. Leute, nicht umfahren. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich kann nicht bremsen. Oh. Ja, Unique verkauft das Ding aktuell noch nicht in Europa, aber die wollen wohl ein Office in München aufmachen. Das heißt, bis zum März soll es das auch bei uns geben. Zu einem Preis von ungefähr 700 Euro. Lustiges Teil. E-Go nennt sich das von Unique, ein elektrisches Longboard. Wer Bock auf sowas hat und wer ein bisschen besser fahren kann als ich, sollte das vielleicht machen, denn es macht unheimlich Spaß, auch wenn man es nicht kann. Wenn man es richtig gut kann, ist es bestimmt saugeil. Bremsen kann man auch mit diesem Controller, der einigermaßen simpel gehalten ist. Demnächst soll es auch die Möglichkeit geben, das Ganze über das iPhone zu steuern, mit einer kleinen iOS-App, die dann via Bluetooth mit diesem Teil kommuniziert. Ich versuche es jetzt noch einmal gleich, aber off-camera, und dann kann ich auch ein bisschen schneller fahren vielleicht.